und fand insofern das Thema sozusagen Attack und die Parteien und das öffentliche Bild und die Krise sind alles Themen, die mich auch interessieren. Insofern freut es mich sehr, dass ich hier heute die Gelegenheit habe, mit euch alle meine Fragen, die ich dazu auch habe, hoffentlich beantwortet zu kriegen. Und zumal wir ja irgendwie ein sehr interessantes Podium haben, mit dem wir diskutieren wollen. Felix Kolb, Sabine Leidig, sein Siegoldchen, dieses Verhältnis dann über viele Jahre aufrechterhalten kann und immer wieder erneuern kann oder ob das dann irgendwann auseinanderbrechen muss, weil nach 10 Jahren, wenn die einen ihre Revolution nicht bekommen haben und die anderen irgendwann genervt sind, dauern, darüber diskutieren zu müssen, ob man jetzt doch endlich mal zum Antikapitalismus übergehen muss, dass sich dann irgendwann rumläuft und die Leute so ein bisschen genervt sind. Also, ich denke, darüber müssen wir dann auch mal offen und ehrlich eine Debatte führen. Kann man dieses Spannungsverhältnis auf Dauer aufrechterhalten? Dann müsste man auch nochmal irgendwie genau gucken, an welchen Punkt wären denn schon mal so ähnliche Konstellationen irgendwie möglich, die dann auch die Leute ansprechen und wo man dann in einem größeren Kreis irgendwie entsprechend vorbringen kann. Oder hat sich das Ganze schon weit totgelaufen? Mir ist jetzt hier eben auch aufgefallen, alle beklagen irgendwie, dass so viele Themen da sind und mit seinen eigenen Sachen untergehen. Dann braucht man aber auch als Organisation ein entsprechendes Problembewusstsein, dass man dann auch mal selber mit seinem eigenen Thema zurückstecken muss. Wir haben zum Beispiel in der Pressestelle im Moment das Problem, wir haben eine total überarbeitete Pressesprecherin, weil wir im Moment täglich eher 2 Presseerklärungen rausbringen. Wir haben normale Konsensen für 2 Presseerklärungen pro Woche machen. Aber wehe, wenn dann einmal gesagt wird, heute diese Presseerklärung nicht, wir haben schon irgendwie die Woche genug und wir können nicht unterschreiben. Ich habe das gestern gesagt. Meine Presseerklärung. Selbstbewusstsein war falsch, bei uns, wenn man auch mal einen Selbstgriff. Aber ich wollte jetzt auch noch einen zweiten Punkt ansprechen. Wir hatten heute ja eigentlich auch eingeladen, um mal so ein bisschen das Thema Parteien und Bewegungen zu diskutieren. Und das ist ja eigentlich bisher ein bisschen zu kurz gekommen. Und da hätte ja eigentlich auch noch eine ganze Menge Themen gehabt. Die sind schon mal so ein bisschen am Rande angesprochen worden. Zum Beispiel, dass Ben immer noch gerne als Attacksprecher oder als Attackgesicht wahrgenommen wird, auch wenn er sich dagegen wehrt. Sabine, glaube ich, hat einen anderen Umgang damit, wenn man auf ihre Homepage geht, ist, glaube ich, auf der einen Seite das Attack-Logo und auf der anderen Seite das Linken-Logo. Wir hatten auch auf der letzten Ratssitzung eine Debatte darüber, ob man mit einer Partei zum Beispiel einen Mobilitätskongress durchführen kann, wo ja, glaube ich, Sabine auch sehr stark involviert ist und wir uns irgendwie dagegen gewehrt hatten. Danach hat unser wirtschaftlicher Beirat getagt, der hat es genau andersrum gesehen und unterstützt die ganze Sache jetzt. Umgekehrt würde ich auch mal Sven gegenüber sagen, du bedankst, dass du in Brüssel allein bist. Ich weiß noch vor ein paar Jahren, Wolkenstein-Kampagne, da hat zum Beispiel die Linke dann soziale Bewegungen breit eingeladen, hat sozusagen ihre Möglichkeit im Europaparlament genutzt. Warum machst du das nicht oder ihr das nicht? Auch mal dann einfach alle Akteure aus Sozialforum, Attac und was halt so an progressiven Organisationen um euch rum ist, mal irgendwie zusammenzubringen, nach Brüssel einzuladen und da mal eine Konferenz mit 200 Leuten, da kann man vielleicht auch solche Prozesse irgendwie stärker. Das hat mir eigentlich so als Themensetting jetzt bisher noch gefehlt. Jetzt geht natürlich die Zeit schon langsam gegen Ende, aber ich glaube, da wäre es noch darauf aufmerksam machen, dass ich bei Linken mitgekämpft habe in Düsseldorf, war mit einer Berliner Gruppe von 8 Leuten da runtergefahren und wir haben halt Basisarbeit gemacht und mit großem Jubel oder mit dauernder Frage, kommt die Sarah Wagenknecht, wo ist die Sarah Wagenknecht, wann kommt die Sarah Wagenknecht, also hingehend, es gibt keine Figuren, es gibt keine Hoffnung, es gibt den linken Gedanken in der Bevölkerung, kann ich nicht sagen. Also das war äußerst positiv und ich finde, Attac soll viel mehr angeben mit seinen Erfolgen. Ist sie denn Mitglied überhaupt? Kokras. Das weiß ich nicht. Die kann dann Kokras kommen, auch ohne Mitglied zu sein. Da werden aber auch nie Mitglied. Ja. Nein, ich will nur sagen, sie lebt inzwischen in Düsseldorf und es war eine hohe Akzeptanz von Sarah, worunter ich mich enorm bewundert habe auf der Straße. Also die Leute waren, wann kommt sie, wo ist sie, was macht sie? Attac, Verständnispapier haben wir vielleicht. Es ist aber so, dass Sven von einem Verfassungsprozess gesprochen hat, das Attac jetzt brauchte. Aber dazu brauchen wir einen Konsens, war sein anschließender Satz.
Und für mich ist dieses Konsensprinzip eine Katastrophe, weil wir nämlich auf diese Weise von 10% unserer Berechtigten abstimmenden regiert werden. Wir haben glücklicherweise noch nicht so richtige Einbrüche erlebt, dass man von außen also diese 10% reinschleust und dann alles explodieren lässt, wie das in der SPD bei den Jusos über Jahre ging, in den 68er, 69er. Also als erstes würde ich sagen, wir brauchen den Konsens nicht. Wir brauchen eine 65% Zustimmung vielleicht, wie es bei Verfassungsänderungen im Bundestag möglich wäre. Und was wir vielleicht mal dringend brauchen, wäre eine Satzung, nicht gleich ein Parteiprogramm, aber eine bessere Verfasstheit und eine Abschaffung der 10%-Regie beziehungsweise des Einzelmenschen, der dann auch noch mit seinem Veto alles über die Wupper jagen kann. Also das, finde ich, ist nicht dem allgemein üblichen internationalen Demokratieprinzip angepasst. Nur ein Satz, also ich stimme dir da überhaupt nicht bei, führt es aber nicht weiter aus. Also das, dieser Versuch, aus dieser Mehrheitsfalle rauszukommen, schon sehr gut ist, dass man das weitermachen sollte. Aber ich wollte eigentlich was sagen zu dieser Geschichte Schwerpunktsetzung. Was Sven so ein bisschen zugespitzt hat, wollen wir eher das eine oder eher das andere machen. Und ich bin schon dafür, dass wir weiterhin in dieser Utopienentwicklung Grundeinkommen, solidarische Ökonomie und so weiter, dass wir das nicht behindern, dass das möglich ist innerhalb von ATTAC, diese 100 Blumen, 100 verschiedenen Themen, dass die sich weiterentwickeln können. Aber ich würde klar sagen, dass das ein Schwerpunkt des Geldes, wir sammeln ja auch irgendwie so 1,5 Millionen Euro ein. Ich wäre also dagegen, zum Beispiel solidarische Ökonomie war eine ganze Zeit lang am Boden, das dann mit einem Hauptamtlichen wieder nach vorne zu bringen. Ich wäre aber sehr dafür, würde das aufnehmen, ich habe das so verstanden, als Anregung, dass du ein bisschen Unterstützung bekommst in Brüssel, dass wir also wirklich uns hauptamtlich in Brüssel einnisten, das im Anfang auch mit eigenem Geld befördern und das aber durchaus, ich denke, damit kann man auch zusätzliches Geld einwerben und dann eben nicht eine deutsche, aber auch eine, die in Deutschland wichtig ist und uns dann unterstützt, eine Kampagne zu unterstützen. Und ich bin der Festen, ich habe mich ganz kurz geärgert, dass also dann zwei SPD-Vorsitzende aufgetreten sind und das erste Bürgerbegehren, das erste europäische gestartet haben im Spiegel für die Transaktionssteuer. Habe ich mich so ein bisschen geärgert, dass also nicht wir da das irgendwie gemacht haben. Ich hatte das im Grund. Ich weiß, ich habe es ja empfohlen, aber ich bin der Meinung, dass das jetzt genau das Thema wäre. Nicht unbedingt, weil es in unserem Namen drin steht, sondern weil das die Geschichte ist, wo ich hoffe, dass wir einen inhaltlichen Konsens haben. Ja, also selbst diejenigen, die den Kommunismus anstreben, der Meinung sind, wenn wir das Sand ins Getriebe streuen des Kapitalismus, dass das unterstellt. Ja, ich bin ja auch in 4 Sekunden fertig. Also mein Petitum wäre, das genau zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt mit der Finanztransaktionssteuer, dass es aber unser europäisches Thema sein soll, da jetzt ganz mächtig Druck zu machen, damit da auch darum, dass da was passiert, aber damit wir auch wahrgenommen werden weiterhin. Oder waren da hinten mehrere? Ich muss mir nochmal ganz kurz weiterhelfen. Ja, in der Mitte war es noch gar nicht.
wir also das Problem haben werden, dass wir die an verschiedenen Punkten konkret bearbeiten müssen und da vielleicht also in unterschiedlichen auch dezentralen Bereichen konkrete Konzepte formulieren müssen. Auf der anderen Seite aber, also ich meine, wir hatten ja mit Düsseldorf 1 und dann in Leipzig Düsseldorf beschlossen und Düsseldorf 2 ja auch schon mal den Versuch gemacht, diese notwendigen vielfältigen Themenbereiche von einem Tag aus Thank you.